Für ein Semester ins Ausland? Aber wann und vor allem wohin? Die Universität Jena pflegt ein breites Spektrum an internationalen Kooperations- und Austauschbeziehungen. Grundsätzlich können Studierende ein Auslandssemester absolvieren, egal ob als Studienaufenthalt oder Praktikum. Erste Anlaufstelle für Informationen und Beratung ist das Internationale Büro. Die Universität Jena bietet ein breites Angebot an Partneruniversitäten und Austauschprogrammen, worüber unsere Studierenden in die ganze Welt gehen können. Das größte Austauschprogramm der Universität ist das Erasmus-Programm. Hierüber gehen jährlich ca. 300 Studierende ins europäische Ausland. Aber auch unsere weltweiten Austauschprogramme werden von den Studierenden sehr gern und rege genutzt. Alle, die noch nicht ganz schlüssig sind, ob ein Semester im Ausland das Richtige ist, können jedes Semester Informationsveranstaltungen besuchen. Studierende, die bereits im Ausland waren, haben natürlich auch jede Menge Erfahrungen gesammelt und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Man muss sich ja erstmal für den Austausch bewerben, dann möglichst noch für ein Förderprogramm, wenn man die Möglichkeit irgendwie wahrnehmen möchte, dass einem Kosten übernommen werden. Dann, nachdem ich angenommen wurde, musste ich mich auch bei der Furan University nochmal separat bewerben. Und ja, dann mussten Sachen organisiert werden wie Visum besorgen, vom Arzt muss man durchgecheckt werden, sogar Thoraxröntgen brauchte ich, weil es ist ja Asien und dann sind die ein bisschen vorsichtiger mit allen möglichen Krankheiten, die man halt einschleppen kann. Und das war schon recht viel. Da habe ich die Frau Blumenstein auch öfter besucht. Die Welt wächst zusammen. Der Arbeitsmarkt wird immer globaler. Internationalität ist heute mehr denn je ein wichtiger Karrierefaktor. Wer im Ausland studiert hat, ist im Vorteil. Man hat dadurch in seinem Lebenslauf natürlich auch eine gewisse Differenzierung gegenüber anderen. Also ich kann es explizit aus meinem Fall sagen, ich habe mich damals intensiv beworben und das erste Gespräch, was dann in meine Anstellung gemündet hat, lief relativ kompakt über Studium, was machen Sie da, was sind Ihre Schwerpunkte gewesen. Und am Schluss hat sich alles nur noch gedreht, Sie waren ja in England gewesen, warum sind Sie dahin, was haben Sie gelernt, was sind so Punkte gewesen. Also es war ein Zeichen des damaligen Arbeitgebers, dass er gesagt hat, hier ist einer, der bewirbt sich, der hat nicht nur gute Noten, was viele haben, oder er hat vielleicht Praktikas gemacht, die viele haben, sondern er hat noch einen kleinen Unterschied dabei und das war eben dieser Auslandsaufenthalt. Und der hat mir damals geholfen und hilft mir im Grunde nachhaltig heute noch. Global agierende Firmen mit internationalem Vertrieb wie Carla Porzellan und Carl Zeiss Jena setzen bei Bewerbern zum Teil Auslandserfahrungen und fundierte Fremdsprachenkenntnisse voraus. Wenn Sie mich fragen, ob wir bei Personalentscheidungen auf Auslandserfahrung achten, dann ist die Antwort ganz klar ja. Da achten wir sehr stark drauf. Gerade wenn es um Einstellungen von Hochschulabsolventen geht, die ja in der Regel noch nicht so viel Berufserfahrung haben, ist uns das Thema Auslandsaufenthalt sehr wichtig, weil es einfach zeigt, dass die Studenten aktiv waren, dass sie sich gekümmert haben, dass sie eben auch Erfahrungen gemacht haben, die über das normale Studium hinausgehen, aber auch, dass sie die entsprechenden Sprachkenntnisse und das interkulturelle Gespür mitkriegen. Viele Argumente sprechen für ein Studium oder Praktikum im Ausland. Ja, es war auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung. Ich habe einiges dazugelernt, sei es jetzt im sprachlichen Bereich oder ja auch in den Fachkenntnissen. Es ist eine tolle Erfahrung, es macht wahnsinnig viel Spaß. Man knüpft ein Netzwerk fürs Leben. Gerade solche Sachen wie, ja, es gibt auch andere Standpunkte und so und man muss über den Tellerrand blicken, sowas sind quasi Weisheitssätze, die man kennt und wo man sagt, ja, ja, das stimmt, absolut richtig. Aber man versteht es irgendwie noch mal viel tiefer, wenn man wirklich in einer ganz anderen Kultur war. Ne? Das bringt mir heute auch noch sehr viel, wenn ich unterwegs bin und recht schnell den Draht zu fremden Kulturen finde. Ich kann jedem empfehlen, so ein Auslandssemester zu machen. Das macht einfach unheimlich Spaß und muss sagen, es war für mich das coolste Semester in meiner Studienzeit. Rechtzeitig planen lautet die Devise. Die Uni Jena unterstützt Studierende bei diesem Prozess. Wichtige Hinweise und Formulare gibt es auf den Webseiten des Internationalen Büros. Ob Erasmus-Programm oder ein bilaterales Austauschprogramm. Eine Beratung im Internationalen Büro sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
Eine wichtige Voraussetzung für den Auslandsaufenthalt ist die Sprachvorbereitung. Während man im skandinavischen Raum sehr gut in englischer Sprache studieren kann, sieht es in Ländern wie Italien, Spanien oder Frankreich anders aus. Hier ist das englischsprachige Lehrangebot doch recht eingeschränkt, weshalb solide Kenntnisse der Landessprache hier eine Voraussetzung sind. Auf die Plätze, fertig, los! Das Abenteuer Auslandsstudium wartet.